Und wie ist sich entschieden? Einer, der 40 km fährt. Okay. Ich hätte es vom Motor, aber ich sehe es nicht. Ach, da bist du. Ich und Paco, eine gute Nacht, Mario. Gute Nacht. Jetzt komme ich nicht gerade zu dem Problem wieder. Ich spiele das Spiel zu wenig. Hat er schon für die Hälfte. Mit einer Schaufel. Ja gut, drei Viertel. Oh. Jetzt ein Viertel und Viertel, dann bist du durch. Oh, oh Gott. Okay, ich gehe lieber weg. Oh wei, oh wei, oh wei. Nein! Was? Gute Arbeitsweise. Möchtest du weiterbacken? Nein, ich möchte nicht weiterbacken. Bin ja nicht lebensmüde. Oh, der war weg da. Oh Gott. Schnell weg. Das ist doch ein schönes tiefes Loch. So tief wie ich. Yeah. Ach, das schaffst du. Einmal Guck mich diese an, Sissi. ein Und Tröpfelchen. diesen. Warum? Da ist ein Tröpfelchen, was er da reinmachen muss. Schaffst du. Wo denn? Habe ich nicht schön ausgebaggert? Ja, wunderbar. Aber wenn du jetzt fragst, ob du noch weiter ausgießen möchtest, dann. Pumpenkönig bin ich. Ach nö, müssen wir das im Stahlwerk. Nee, warum? Ich nehme den hinteren, der steht schon bereit. Du kannst mal mit dem Kran folgen. Was sind denn den kleinen Kronen? Aufgebockt. Ah ja, Entschuldigung, ich vergaß. Oder ist der nicht mehr aufgebockt? Ich glaube, der steht da nur. Aus der Folge 498 oder so ähnlich. Was hätten wir hier vorhin? Oh, keine Ahnung, das Netzteil-Ding kann er wieder heißen. Wer ist das? Warte.
Den Trafo. Okay, wo ist denn der? Ich nehme alle Stahlwerk. Ich hoffe es zumindest. Junge. Weil ich fahre gerade zum Stahlwerk, keine Ahnung. Sogar ein Trafo-Stahlwerk. Am 5 Stahlwerk, ja. Okay. Und wo steht der? Aha! Direkt daneben. Achso, der hat sich wieder gespawnt, der Chef hier. Ja, der will der Taxi benutzen, ja. Und die armen Arbeiter müssen fahren hier. Ja. Ja, natürlich. Großer Schwerlastanhänger für so einen kleinen Trafo. Da hätten wir bestimmt einen Britschenwagen noch weggekriegt. Ja. Ja, da oben drauf passt er wahrscheinlich nicht, oder? Dürfte auch gar nicht gehen. So, mach fest. Obwohl, ihr nee, bleibt sitzen. Okay. Ist das fest, oder nicht? Ne. Geht nicht. Ja, weil er nicht drauf ist. Aber ich glaube, die rechte Seite ist, glaube ich, nicht ganz. Und sie eben andersrum. Okay. Und ist er wieder fallen, oh Gott. Denn. Geht auch nicht. Jetzt? Geht nicht. Bei mir nicht. Oder? Ja, geht nicht. Ja, dann müssen wir das langsam fahren. Das ist halt so. Müssen wir langsam fahren. Dann fahrt ihr mal schön langsam. Hast ja genug Spielraum. Geil! Das Gefühl, der rutscht ein bisschen, aber. Kann man sich auch täuschen. Das ist doch Verarsche, oder? Was denn? Du kannst das Ding ohne Befestigung so schnell fahren. Passiert nicht, wir haben noch nicht gebremst. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Dann bremst einfach nicht. Okay. Lass dich ausrollen, ich sehe es erste Windkraft gerade. Genau, wunderbar. Müsste rein theoretisch reichen. Reicht, stopp! Ich mach nichts, ich mach nichts! Bremsen! Wie denn? Wo denn? Ich warte nicht, ich dachte, ich darf nicht mehr bremsen. Soll mich ausrollen lassen. Du sollst ja in voll in die Eisen gehen oder so. Nö, ja, da fand ich mal wirklich klein. Das ist nicht der gedachte Anhänger irgendwie. Für so klein Vieh.
Das kann ich mir eigentlich auch langsam vorstellen, weil, ohne Probleme angekommen. Ja, gut, muss ja nicht um Ecken fahren, weil immer geradeaus, dann geht das ja mal, aber. Und jetzt verfolge ich den Schädel. Wenn du es nicht anders verdient hast. Bisschen wohl locker reichen hier. Jawohl! Geh weg, doch. Geh weg. Was passiert denn jetzt, wenn du da dran lässt? Spawnt das dann weg, oder? Oh Gott, aua. Oh, jetzt darfst du mit Karl Dieter Auto Heinrich sprechen. Hallo Dieter, wie geht's denn dir? Ach, keine Ahnung. So, der Anschluss an das Stromnetz sollte auch gleich eingerichtet sein. Also ich bin kein Elektriker. Dann rufe ich mal direkt den Stadtrat an und sag ihm Bescheid, dass ein weiteres Windrad fertig geworden ist. Und naja, gut, okay, fertig. Naja, ein paar Lackierungsschäden, aber sonst ist in Ordnung. Gut, ich mache hier noch alles sauber und dann können wir. Wieso soll ich hier sauber machen? Hallo? Das ist doch dem seine Aufgabe. Zur nächsten Baustelle gehen. Jawohl. Alles klar. Wir sehen uns dann. Okay. Tschö. Du blöder Idiot. Gut, geh weg, Marvin. Bleib mal hier. Bevor ich hier alles zurückfahre, habe ich keinen Bock drauf. Ja, mach mal. Jetzt noch den Abschluss. Guck mal hier. Alter. Jo. Die Räder hängen in der Luft. Ja, es ist. Ey, ich möchte einmal mit Profis arbeiten. So. Abschlussfoto von der, keine Ahnung, achteiligen Serie hier. Es war doch mal was anderes. Richtig. Als noch ein Haufen Gebäude. Ja, dann bestimmt nicht mal. Wie jetzt?